Das ist mein Pass. Dieser Pass ist abgelaufen. Und zwar am 18.01.2014. Was tue ich jetzt? Wie kriege ich einen neuen? Was muss ich machen? Wo muss ich hingehen? Internetfragen. Marbacher TV. Fangen wir am besten an mit der Frage. Pass. Erneuern. Erneuern. Richtig schreiben und Wien, weil in Wien sind wir. Sehr gut. Reisepass für österreichische Staatsbürgerinnen. Wien. Passservice. Probieren wir gerne mit dem ersten. Reisepass für Wien. Antrag stellen, Informationen zu Reisepass für Minderjährige. Brauche ich leider nicht mehr. Voraussetzungen. Brauche ich glaube ich auch nicht. Ich habe schon einen Reisepass. Fristen, Termine, zuständige Stellen, Passservice, magistratische Bezirksämter. Da haben wir unseren neuen Tab auf. Das schauen wir gleich. Erforderliche Unterlagen. Alter Reisepass vorhanden. Nicht mehr als 5 Jahre abgelaufen. Das ist meins. Sie besitzen einen alten, nicht mehr abgelaufen, alter Reisepass. Ein aktuelles Farbpassbild, nicht älter als 6 Jahre, den Passbildkriterien entsprechend. Shit. Okay, wow. Okay, warum schauen die Fotos immer hübscher aus als die fertigen, die man dann kriegt? Gut, das wird kompliziert. Angetragen, bei Namensänderung wurscht, bei Unklarheiten zur Namensführung, Schreibweise, bla bla bla. Bei gewünschtem Eintrag akademischen Grad, das ist auch vorbei. Auslandsösterreicher, Staatsbürgerschaft, Heiratsurkunde. Wichtiger Hinweis, verlangt uns vor allem in Zweifel, okay. Ja, gut, das heißt, ich brauche nur ein Foto. Und wo sind die Passämter? Öffnungszeiten 8 bis 13, okay. Wartezeiten in den Passservicestellen der Magistratsämter. Okay, im 10. gehen wir nicht, im 20. auch nicht. Da wir im 11. wohnen, wird es wohl der 11. Wunderbar. Einen Platz. Was mache ich jetzt nun? Passfotos. Passbilder Wien. Ja, nachdem ich jetzt im Internet noch einen Fotografen rausgesucht habe, dort angerufen habe und gefragt habe, ob es auch rollstuhlgerecht ist, mache ich mich am Weg dahin. Hier bin ich und werde scheinbar schon erwartet. Hallo. Haben wir telefoniert? Ja. Martin Haberkamp. Christopher. Ich dokumentiere das nämlich auch in meinem YouTube-Kanal. Okay. Den Prozess, wie bekomme ich einen Pass, was muss ich machen? Gerade noch vor der Linse, jetzt schon im Computer. Und wird schon bearbeitet. Ein paar schnelle Schüsse mit der Kamera und die Sache war gegessen. Jetzt warte ich nur noch auf die Ausarbeitung und auch die schaut ruckzuck schnell aus. Und dann geht's ab zum Passamt. Und dann heißt es wahrscheinlich warten. Jetzt mit den Passfotos in der Tasche geht's ab zum Passamt. Und ich hoffe, es wird nicht allzu lange dauern dort. Passamt. Passamt ist im nächsten Gebäude. Sind Sie die Begleitperson? Ja. Dann müssen Sie bitte rübergehen und das fertig machen alles, ja?
Was ich hatte machen lassen. Ja, also Sie wollen einen neuen Reisepass haben. Ich habe einen alten, ich brauche einen neueren. Einen neuen Reisepass. Genau. Ja, schauen wir mal. Man kommt schon barrierefrei rein, oder? Nein, ins da müssen Passamt. Sie bitte warten, dann kommt jemand dann daher. Das ist ein Passamt. Ist. Ja, aber dann geht müssen Sie bitte da warten. Ja, danke. Ich rufe nur an. Ja? Danke. Okay. Das ist nur von 8 bis 1 jeden Tag. Ja. Und außer am Donnerstag ist bis 17:30. Okay, und wenn oder ich morgen... Sie haben einen Online-Termin. Mhm. Oder Sie machen sich einen Online-Termin aus, dann okay. Können Sie auch bis 3:30. Ich okay. glaube, das haben Sie sicher übersehen gehabt, gell? Es ist ja dort gestanden, man kann, man muss aber nicht. Online-Termine. Nein, deswegen, Online-Termine, das müssen Sie schon machen. Ist aber nur nein, es steht auf der Seite, man kann sich einen Online-Termin machen, ja. Man muss aber nicht. Ja, aber nur während den Öffnungszeiten von der ja, genau, ich weiß, ja. Ja. Gesagt, und was heißt das jetzt für mich, wenn ich morgen wieder komme? Das heißt, Sie müssen kommen, oder Sie kommen morgen, aber nur von 8 bis 1. Ja, das verstehe ich. Schauen Sie in diese wohin? Uhrzeit. Sie kommen wieder hierher, weil es ja barrierefrei ist. Mit dem Aufzug. Kommen Sie wieder hierher, wird wieder angerufen und es kommt jemand vom Passamt her. Okay. Weil es werden ja Fingerabdrücke ja auch abgenommen. Juhu. Ja? Da kommen Sie wieder her mit der Begleitperson, mit Ihren Unterlagen. Haben Sie Dokumente mit? Auch? Ich habe den Pass mit und neue Fotos. Okay, genau. Da kommen Sie bitte wieder hierher und okay. dann wird dann jemand rüberkommen super. Vom Passamt und wird dann da gemacht und bei mir dann zahlt. Ich gebe so, ich nutze ab und an ganz gern den Behindertenbonus. Der hat aber heute nicht gezogen. Es gibt außerhalb der Öffnungszeiten keinen Service, auch nicht für mich. Ist schade, aber okay. Was nicht so ganz okay ist, das Passamt ist doch nicht barrierefrei. Das heißt, man muss im, ja, Bezirksamt, Kundenzentrum da stehen bleiben und dann wird jemand rauf telefonieren und dann kommen sie mit Fingerabdruckset und alles drum und dran. Das werden wir dann morgen sehen. Also wie lange dauert es, einen Pass zu beantragen? Ich habe heute begonnen um gut Mittag, 12 Uhr. Heute ist Montag. Um 12 Uhr habe ich begonnen, jetzt ist es 2:45 und ich habe keinen Pass, aber Fotos. Morgen Vormittag werde ich wieder hierher gehen und versuchen, meine Fingerabdrücke an den Mann zu bringen. Also, bis später. Heute ist Dienstag, Tag 2, auf der Reise zu einem neuen Pass. Ich bin wieder beim Magistrat im 11. Bezirk. Ich gehe durch den Innenhof oder Hinterhof rein, wo der Lift ist. Und diesmal bin ich innerhalb der Öffnungszeiten und ich habe die Assistenz mit. Also müsste eigentlich alles klappen. Ja, wir sind ja in einem der Amtszimmer. Nicht im Passamt oben, weil das ist ja nicht barrierefrei. Am Computer ging jetzt alles schnell. Fingerabdrücke, wie ihr sehen könnt, habe ich brav abgegeben. Ich durfte nicht den Prozess filmen. Ich glaube, der junge Mann wollte nicht gefilmt werden. Und da es ein Amt ist, kann er ja leicht sagen, man darf hier nicht filmen. Ist auch okay. Und was ein bisschen scheiße ist, die neuen Passfotos. Die müssten eigentlich wissen, dass hinten alles weiß sein muss. Und ich habe ihn ja auch gefragt, den Fotografen, ob das was macht, dass man die Rückenlehne sieht. Scheinbar tut's das. Der Herr vom Magistrat ist jetzt drauf zu seiner Chefin und fragt noch, ob die Fotos genommen werden können oder nicht. Wenn nicht, muss ich wieder zum Fotografen und neu machen lassen. Das ist ziemlich beschissen. Immerhin sind das zertifizierte Passfotografen gewesen. Gut. Yeah! Die Fotos können genommen werden. Wir müssen keine neuen Fotos machen. Das heißt, ich sehe gerade meinen Behindertenausweis. Kopiert, weil wir müssen sie dazulegen, damit Beamte ich vermerkt im Pass eingetragen werden kann, dass ich behindert bin. Wenn es nicht drin steht, sieht man das ja nicht, wenn ich meinen Pass hergebe.
und ich vor der Person stehe. Deswegen muss das auch drinstehen. Sonst könnte es ja nicht echt sein. Schräge Bürokratie. Aber egal. Ich glaube, ich habe jetzt alles getan, was ich tun kann für einen neuen Pass. Jetzt heißt es warten, bis die Post, die ja allen was bringt, auch mir was bringt. Und zwar einen neuen Pass. Ja, es ist Freitag. Gegen 11 Uhr circa hat es geläutet und der Briefträger war da. RSB ist das magische Zeichen für Post vom Amt in Österreich. Und das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Strafzettel ist, sondern der heiß ersehnte Pass. Ja. Er riecht wie ein neues Auto. Er verliert noch Teile. Okay. Oh mein Gott. Das Foto ist so hässlich warm. Das kann ich gar nicht sagen. Und wo ist der Fingerabdruck? Wo ist mein Fingerabdruck? Wo ist mein Fingerabdruck? Das ist cool. Magistrat der Stadt Wien, MBA für den 11. Bezirk. Besonderes Kennzeichen. Rollstuhlfahrer. Körperbehindert. Amtlich eingetragen. Yes! Amtlich eingetragener Behinderte. Was kann der moderne Behinderte mehr wollen? Aber ich sehe keine Fingerabdrücke. Ich dachte, wir kommen da rein. Das ist enttäuschend. Der neue Pass. Da ist er. Das heißt, Montag entschieden, dass ich meinen Pass brauche. Dienstag, das zweite Mal beim Passamt. Weil ich beim ersten Mal zu spät war. Fotos gemacht und fix fertig. Heute ist Freitag. Es geht wirklich rucki zucki. Und das ohne extra Schnellgebühren. Und gekostet hat es ein kleines Vermögen. Ich glaube so 76 Euro oder irgend sowas. Ja, das war's, der Pass. Jetzt wisst ihr, wie es funktioniert. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder, hier auf Marbacher TV, eurem Infokanal. Bis dahin, schönes Wochenende. Baba. Und der ist dann gültig bis 2025. Und ich hab mir schon gedacht, letztes Mal, scheiße, 2014, der ist so lang noch gültig. Und jetzt war 2014, das 10 Jahre meines Lebens weg. Und wenn dieser Pass abgelaufen ist, sind weitere 10 Jahre meines Lebens weg. Und langsam, aber sicher, werden wir alt.